Guten Morgen, guten Morgen, guten Tag. Ich grüße euch. Ja, eigentlich wollten wir ein paar Tage Pause machen, aber irgendwie habe ich so oft schon überlegt in den letzten Tagen, das muss ich euch zeigen, da möchte ich euch mitnehmen. Und ja, jetzt habe ich mich entschlossen, ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich fahre einkaufen, zurück zum Wohnwagen. Und dann wollte ich euch nur mal ein kleines Feedback geben, wie es uns ergangen ist. Uns geht es soweit gut. Wir haben die Feiertage sehr gut überstanden. Haben jetzt den 27.12. ist heute, ein Tag nach den ganzen Feiertagen, hatten jetzt fast jeden Tag Halligalli. Gestern haben wir ein bisschen ruhigen gemacht, haben alle irgendwie die Seuche ein bisschen so mit Magen-Darm und Unwohlsein und Temperatur und ja, nicht ganz so schön. Aber heute ist der Papa schon wieder fit, habe jetzt alles besorgt, alle Erledigungen gemacht, ein paar Sachen musste ich noch regeln, habe jetzt eine Leiter geholt, so eine Teleskopleiter, die habe ich abgeholt. Die zeige ich euch die Tage mal, die geht jetzt immer mit auf Reisen. Hat ein bisschen Probleme mit dem Wohnwagen, mit Wasserfeuchtigkeit wieder mal. Aber das hat die Mama euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Das haben wir auch jetzt alles im Griff und einen Masterplan. Und ja, jetzt habe ich vergessen, ich muss mal im Baumarkt. Tolle Wolle. Egal, fahre ich nachher nochmal los. Ah, Papa, Papa, zu nichts zu gebrauchen. Ja, furchtbar, da habe ich jetzt nicht mehr drin gedacht. Egal, dafür habe ich alles andere erledigt. Von einer Jeans von mir ist die sehr saum gerissen. Vom Reißverschluss. Dann wollte ich eigentlich zur Schneiderei, habe ich in der Schneiderei gesucht, aber hätte drei verschiedene angefahren. Alle zwischen den Feiertagen zu. Dann werde ich hoffen, wieder in Spanien oder in Marokko, dass ich die genäht kriege. Ich habe ja noch andere Jeans mit und zwei Jogginghosen. Das wird dann auch klappen. Ja, ansonsten, ja, Geschenk. Wir haben uns alle sehr reich beschenkt. Ja, so mehr Erwachsene, mehr so Kleinigkeiten. Die Kinder sind nicht zu kurz gekommen. Ja, was soll man so schenken? Was soll ich jetzt aufzählen? Ne? Spielzeug ein bisschen hier, ein bisschen da. Gutscheine, Geld. Das Übliche halt. Ne? Ja, und so. War auch ganz schön alles. Jetzt habe ich heute ein bisschen eingekauft. Ich war hier in einem Rewe. Habe da vegane Soße Hollandaise geholt. Der Plan ist nämlich, dass wir wahrscheinlich Silvester bei Freunden Raclette machen. Ja, und da hauen wir auf die Kacke. Da habe ich schon gesehen, hier im in den Kaufländern von Deutschland, da gibt es Beyond Meat Bratwurst. Da werden wir auf jeden Fall welche holen. Die habe ich heute noch nicht geholt. Ist noch ein bisschen hin. Ich bin heute relativ günstig weggekommen. Ich habe knapp 30 Euro bezahlt. Da waren 18 Flaschen Wasser von. Pfand habe ich keins bezahlt, weil ich Pfand abgegeben habe schon. Ja, Bananen, Weintrauben, Obst. Wir machen heute eine schöne Suppe halt, weil wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, so eine Gemüsebrühe, Gemüsesuppe mit Kartoffeln und Nudeln. Das tut ja immer sehr gut. Ein bisschen Eis, Wassereis habe ich gerade noch vom Kiosk gefahren. Da war so ein Kiosk, habe ich angehalten. 10 Cent pro Wassereis. War ich überrascht, wie günstig das ist. Normalerweise habe ich jetzt gedacht 25 Cent oder so. Aber ja, alles habe ich gebildet. Die Mama hatte sich Berliner gewünscht mit Vanillefüllung. Ich habe nur mit Eierlikör gefunden, die kosten 3 Euro das Stück. Und da habe ich mir gedacht, ich wusste nicht, ob sie das essen möchte. Und für 3 Euro fand ich schon extrem heftig den Preis. Da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Gestern haben wir uns Essen geholt, ein bisschen was, aber ich habe da auch nicht gegessen. Irgendwie war mir gestern den ganzen Tag übel. Durchfall habe ich keinen gehabt, nur so Unwohlsein, also Gliederschmerzen, Temperatur ein bisschen, aber heute bin ich schon wieder fit. Weiß auch nicht, was da los ist. Die letzten 2-3 Wochen haben wir wirklich die Seuche am Arsch. Aber wir waren bei Freunden, haben sie auch alle mit Magen-Darm von der Woche noch gelegen. Ja, Stoppschild. Ja, und Flammenmutze angesteckt. Naja, so langsam ist Tradition, dass wir nach Weihnachten flach liegen. Letztes Jahr, wo wir in Griechenland waren, da habe ich ja auch gelegen. 2-3 Tage. Kinder nicht so. Diesmal bin ich ein bisschen fitter, aber naja. Man kann sie ändern. Die Seuche kommt, die Seuche geht. Unkraut vergeht nicht. Meine Güte, sind hier abgeranzte Gärten. Oder Schrebergärten schon teilweise zerfallen. Ich glaube, die sind schon gar nicht mehr zu beschrebern gewesen. Ja, ihr Lieben, es regnet mal wieder zur Abwechslung. Ihr kriegt das ja selber mit. Teilweise ist das schon nicht mehr schön und feierlich. Gestern war es ganz schön, war ein bisschen, war kaum Regen halt, da konnte man schön spazieren, dann ist der Eddie auf seine Kosten gekommen, ansonsten bei dem Wetter
dann will er da nicht raus. Morgens immer die Beinchen heben, dann wieder in den Wohnwagen, dann meldet er sich nach dem Fressen nochmal zum großen Geschäft. Dann, ne? Aber ansonsten hat er da auch gar keinen Bock, gar keine Verträge rauszugeben bei dem Muskelwetter, sagt er. Das passt ihm so gar nicht, der ist ja eher so der Couchspiegel. Aber im Wohnwagen, wie gesagt, haben wir abgeklebt, jetzt alles abgedichtet. Die Luke werde ich wechseln, die Tage. Da muss ich mir noch nämlich Sikaflex holen im Baumarkt, deswegen wollte ich noch im Baumarkt. Ja, muss ich nachher nochmal los oder morgen früh, muss ich mal schauen. Egal, ich weiß ja nicht, wo hier Baumarkt ist. Muss ich da mal googeln. Hat er gesehen, jetzt hier in der Stadt, wo ich war. Da war wohl einer, aber ganz vergessen, da hinzufahren. Ich hätte es vorher gegoogelt gehabt. Naja, alles halb so wild. Ja, ihr lieben Liebenden, ich wollte mal ein Feedback geben. Uns geht es soweit gut. Wir haben die Feiertage auch sehr gut verbracht. Geht weg, da Vögelchen. Überfahrener Hase. Die Raben haben den aufgeräumt, ein bisschen gesnackt. Ist ja auch ganz gut, die räumen den. Die räumen sowas dann immer weg, Kadaver. Ja, ansonsten werden wir uns die nächsten Tage noch auskurieren. Ein paar Tage wird es auch kein Video kommen. Wir nehmen uns einfach jetzt die Auszeit. Was sollen wir euch noch zeigen? Es ist halt Scheißwetter in Deutschland. Das kennt ihr selber, wenn ihr rausguckt. Wollen wir euch nichts erzählen. Wir machen nichts groß. Wir werden halt, wie gesagt, die Luke wechseln. Mal gucken, ob ich die Kamera da zur Hand nehme oder nicht. Ich hätte beim letzten Mal den Fehler gemacht. Ich hatte keinen Sikaflex da gehabt. Ich hatte nur so ein Abdichtband und das war wohl scheiße. Ja, egal. Hat mich da schlau gemacht, hat mich belesen. Ich werde dort Sikaflex kaufen. Doch Luke abmachen und ja, ich weiß nicht, ob die bricht. Wenn sie brechen sollte, fahren wir noch nach Obelingen. Habe ich mal geguckt, das sind ungefähr 2,5 Stunden Fahrt, das ist ja nichts. Aber falls sie bricht und ohne oder in Spanien oder in Marokko, wenn die kaputt geht und weiter undicht ist, dann ist ja auch scheiße. Also haben wir es wenigstens dicht. Ja, ansonsten habe ich nichts zu erzählen. Bestimmt ein Kilo zugenommen oder auch nicht. Ich habe gestern nichts gegessen, nur so ein Stück Pizza gegessen. Danach war mir übel, hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Viel getrunken habe ich gestern, viel Tee. Feiertage zugenommen, jetzt wieder abgenommen. So ist das so, gleicht sich das alles aus. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle würde ich mich auch wieder bedanken fürs Reinschauen. Wenn es heute ein kurzer Vlog war, ich wünsche euch, dass ihr schöne Feiertage gehabt habt, dass es allen gut geht. Ich hoffe, mal gucken, vielleicht mal nochmal so ein Laber-Vlog, erzähle euch ein bisschen was jetzt noch vor Silvester, falls ihr das nicht machen sollte, weil wirklich, was soll ich euch erzählen, da gibt es ja sonst wirklich nichts, womit ich euch begeistern könnte und erzählen könnte. Das Wetter ist strahlend grauer Himmel, gestern war mal der Himmel blau, das letzte Mal, wo ich den blau gesehen habe, war in Ungarn, aber ich schweife schon wieder ab. Naja, wir können es hier ändern, wisst ihr selber. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund. Nächstes Jahr starten wir wieder richtig durch. Auf Reisen werde ich euch mitnehmen. Auf jeden Fall. Die Route steht schon grob bis zum Mittelmeer unten in Girona. Haben wir schon die Stops, die Stellplätze uns rausgesucht, wo wir uns hinstellen werden. Und ja, dann geht es volle Attacke weiter. Und da seid ihr natürlich wie gewohnt in voller Länge wieder mit dabei. Und ja, bis dahin, passt auf euch auf, habt einen wundervollen Rutsch, bleibt gesund, ihr Lieben, wir sehen uns, bis dahin, tschüss.